Kennt ihr das? Morgens ein bisschen zu spät aufgestanden, Dusche geht vielleicht so gerade noch, aber für Frühstück ist nun wirklich keine Zeit mehr. Ich mache mir jetzt immer Overnight Oats, die sind dann über Nacht fertig, die nehme ich mit zur Arbeit und esse die einfach da. Für die Overnight Oats kann man alles Mögliche an Beeren und Obst nehmen. Wir nehmen heute Feigen und Brombeeren. Dafür nehme ich mir jetzt meine Gläser und jetzt schichten wir einfach mal los. Zuerst bereite ich mir die Feigen vor, weil die gleich schön so am Glas entlang dekoriert werden. Dafür schneide ich mir jetzt meine Feige in schlanke Scheiben. So, und jetzt lege ich mir die so am Glas entlang, weil das Auge ist ja auch am Morgen schon mit, ne? Den Hafer fülle ich mir jetzt genau da in die Mitte rein, auf die Höhe Oberkante Feige. Jetzt fülle ich das Ganze auf mit Milch. Ich nehme jetzt mal Soja-Reismilch, weil ich die einfach super lecker finde, aber es geht natürlich auch jede andere Milch. Und ich fülle jetzt so lange auf, bis ich die Milchkante sehe. Und nun kommen die Beeren, in diesem Fall Brombeeren, aber es gehen natürlich auch Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren. So, ist doch schon voll hübsch, ne? Die nächste Schicht ist Joghurt, man kann aber auch Quark nehmen. Wir bleiben heute vegan, normaler Joghurt funktioniert natürlich auch. Für die nächste Schicht mische ich mir meine Brombeeren mit dem Joghurt zusammen, sodass ich noch eine lilafarbene Schicht habe. Das hat jetzt eine richtig schöne Farbe, also meine Tochter würde sofort losessen. Die isst auch tatsächlich eigentlich jeden Morgen ein Joghurt mit Obst. Das ist so unser Frühstück jeden Morgen. Ich kippe jetzt diese Schicht schön als lilafarbenen Abschluss obendrauf. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man morgens zwar schon die Zeit hatte zu frühstücken, aber dann die Zeit bis zur Mittagspause immer so lang ist. Und dafür ist das natürlich auch super. Theoretisch ist das Ganze natürlich jetzt fertig und ich könnte es einfach in den Kühlschrank stellen. Aber es ist ja viel schöner, wenn es noch ein bisschen dekoriert wird. Erst recht, wenn man das noch für eine zweite Person macht. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen so. Und noch ein paar Brombeeren. Dann schneide ich mir noch eine Scheibe Feige. Und noch ein paar Kakaonips. Ein bisschen Honig. Und jetzt für den Obergesundheitskick kommen da noch Chiasamen drauf. Also wenn man das gefrühstückt hat, dann fliegt man wie Superman durchs Büro. Wie gern würde ich euch zwar jetzt probieren, aber die müssen ja erst über Nacht fertig werden. Deswegen kommt da jetzt der Deckel drauf. Und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht und euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.